Hello, I'm Mark. Hello, I'm Luke. We are from Young Rebel Set and you're listening to Star FM. Coming in your ears. Young Rebel Set, das Sextett um Sänger Matty Chip Chase, war live im Star FM Studio. Gut gelaunt statteten die Brüder Mark und Luke Thomas in der Rush Hour einen Besuch ab. Sie plauderten unter anderem über ihr Debütalbum und ließen es sich außerdem nicht nehmen, eine Runde Trackhacker mitzuspielen. Zusammen mit Hörer Martin ging es um den heiß begehrten StarFM Trackhacker. We have to play a round of Trackhacker. Okay. Listeners have to guess a song. Yeah. We have Martin on the phone. Hallo Martin. Hallo. Martin. Wollen wir eine Runde Trackhacker spielen? Sehr gerne. Scharf auf den Wecker, machen wir. StarFM Trackhacker, das Rockquiz. So Martin, dann spitz mal die Ohren. Hier ist dein Song, ich spiele dir einen rückwärts vor. So, I'll play a song backwards. Mm-hmm. And Martin has to guess which song it is. Martin, okay. Du weißt Bescheid, ich spiele dir einen Song rückwärts und du sagst uns, wie der vorwärts heißt, okay? Good luck, Martin. Right. Good luck, Martin. Here's up. Na, Martin? Ja, ich bin mir sicher, das sind Lost Prophets. Mhm. Eigentlich wollte ich erst Last Train Home sagen, aber jetzt bin ich mir doch, dass es Rooftops ist. Sollen wir Rooftops einloggen? Ja. What do you think? I think Martin's had a pretty good guess there. I think he's not far off. I think he could be right. You think it's the Lost Prophets and Rooftops? I think so. I hope so, for Martin's sake. Okay. Yeehaw! Mark, Luke, Martin, alle waren richtig. Überrascht. Excellent. Nachdem sie vorab schon mal die Singles If I Was und Measure of a Man veröffentlicht haben, wird ab 27. Mai auch das erste Studioalbum der Folkrocker Curse Our Love in den deutschen Plattenläden stehen. Und wer die Jungs live erleben will, kann das am 15. Juni tun, denn dann werden Young Rebel Set im Waschhaus Potsdam spielen. Und auch für alle Festivaljünger gibt es gute Nachrichten, denn die Nordengländer sind auch beim Hurricane und Southside Festival dabei. Also Young Rebel Set haben noch ganz viel vor, aber mit ihrem Trackwecker im Gepäck kann da ja auch nichts mehr schief gehen. Cheers, thank you, StarFM, Maximum Rock. See you later. So here's my heart.